Ja, moin, hier ist Chris, Victoria Paterspiele. Wie angekündigt, ein bisschen später, aber hier ist es. Das Journal war viel los, deswegen können wir da diese Woche überhaupt gar nicht drauf verzichten. Und ja, es hat sich soweit alles ein bisschen verschoben, einiges ausgefallen in letzter Woche. Es wird auch immer noch mal so ein bisschen jetzt so stottern anlaufen, aber Comic-Reviews und all sowas ist letzte Woche ja auch dann leider nichts geworden. Aber wir arbeiten dran, dass das alles möglichst schnell jetzt wieder hier so in geordnete Bahnen einfach laufen wird. Und wir fangen jetzt einfach mal an und los geht's da mit Lookout. Die machen ja auch wöchentlich eine Vorschau auf ihre Neuheiten, Herbstneuheiten jetzt in diesem Fall. Und da wurde jetzt Riverboat vorgestellt. Und zwar Riverboat von Michael Kiesling. Neues Spiel, bei dem wir eben in den USA unterwegs sind, als Farmbesitzer verschiedene Dinge anbauen und die per Riverboat eben verschiffen nach New Orleans, um dort auf dem Markt das Ganze zu verkaufen. Natürlich gehört da noch ein bisschen mehr dazu an Mechanismen. Das hat so eine Auswahl an Phasenkarten, die man spielt und dadurch Aktionen macht und so weiter und so fort. Auf jeden Fall sieht es nach einem klassischen Eurogame aus und ich finde es schon mal sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Dann bleiben wir bei Lookout und zwar Patchwork. Da gibt es einen Unterschied zwischen der App und der klassischen Brettversion, also der nicht digitalen Version. Und zwar ist da einer dieser ein Quadrat großen Lederflicken anders gesetzt in der App als auf dem Brett, wie es bisher war. Allerdings ändert sich das. Es gibt zum einen einen Änderungspatch sozusagen, so eine Aufkleberset halt im neuen Ausguck. Und ab der Chargenummer, da muss ich jetzt tatsächlich mal eben gucken, 75A17 ist es so, dass das Brett geändert ist. Also das sieht man am Barcode oder so, über dem Barcode steht diese Chargenummer und da. Das heißt also, ab 75A17 ist schon das neue Brett auch in der Box enthalten. Ja, Three Kingdoms Redux, auch ein Spiel, das wir schon öfter mal hier als Thema hatten. Jetzt neue Auflage bei Capstone und Capstone kennt man von vielen Neuauflagen von komplexen Eurogames, wie eben jetzt der Kohle-Trilogie zum Beispiel, die nach und nach dort kommen wird. Ich hoffe, dass sie nach und nach komplett kommen wird. Und auch Orkrad im letzten Jahr, Haspelknecht, ja, bei Kohle-Trilogie hatten wir ja schon. Jetzt eben Three Kingdoms Redux und auch schon lieferbar. Ja, auch Neuauflage, allerdings beim selben Verlag und zwar über Kickstarter. Also eine Second Edition kommt von Hands in the Sea. Hands in the Sea, ein Card-Driven, naja, Card-Driven ist falsch, ein Deckbilder. Ein Deckbilder, der sehr ähnlich funktioniert wie zum Beispiel Martin Wallace, A Few Acres of Snow, also deutliches Vorbild. Allerdings haben wir hier den Punischen Krieg als Vorbild oder den ersten Punischen Krieg, also eine Seite Rom, eine Karthago. Man steuert dieses ganze Wargame-Element eben mit Deckbuilding-Mechanismen. Jetzt die Second Edition bei Kickstarter zu backen, mit einem neuen Brett. Es gibt neue Ablage-Tableaus für die Karten, eine FAQ oder überarbeitete Regel ist dabei. Und es gibt auch für Besitzer der ersten Edition ein Upgrade-Kit. Ja, Lorenzo il Magnifico, auch in Deutsch seit kurzem erhältlich, hat jetzt bei Boardgame Geek bekommen oder beziehungsweise gibt es bei Boardgame Geek einzusehen eine Solo-Spielregel. Wer da Interesse hat, sollte mal gucken. Das Ganze ist auch vom Autoren selber abgesegnet, also von höchst offizieller Stelle bestätigt sozusagen. Ja, Legacy of Dragonhold ist ein Titel eines Spiels, das bei Fantasy Flight erscheinen wird. Hoffentlich dementsprechend auch auf Deutsch kommen wird. Allerdings ist das bisher noch nicht angekündigt. Irgendwas habe ich da noch nichts gesehen. Legacy of Dragonhold, ein Erzählspiel, angesiedelt in Terrinot. Terrinot, die Welt, Descent, Runebound und alle möglichen Ableger, also praktisch die Fantasy-Welt von Fantasy Flight. Erzählspiel, bei dem man kooperativ vorgeht, mit einem Skillsystem, mit einer Charaktererschaffung, also schon relativ nah am Rollenspiel ist, viele Entscheidungen trifft, die ausge auf, also praktisch die Auswirkungen haben auf den Spielverlauf und so weiter und so fort, verschiedene Szenarien. Das Ganze klingt sehr nah am Rollenspiel. Wie weit sich da Rollenspiel und Brettspiel vermischt, muss man sehen. Und ich finde es auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Ja, dann springen wir zurück zu Kickstarter. Alexander's Campaign. Alexander der Große war ja viel unterwegs in Sachen Kriegszügen. Und hier geht es eben um seinen Eroberungszug Richtung Persien. Jeder Spieler, es sind also bis zu drei Spieler, die an dem Spiel teilnehmen können, ist in der Rolle einer von drei Generälen Alexanders, die eben Städte einnehmen, Gebiete erobern für sich. Städte geben natürlich Prestigepunkte. Man kann seine Städte aber dann wiederum mit so einer, ja, so mit Taktikkarten, die man spielt, oder Taktik-Tiles, die ja ausgespielt werden, kann man seine Städte so ein bisschen prosperieren lassen, also praktisch erblühen lassen, um dadurch eben noch mehr Punkte zu bekommen. Und natürlich hat das Spiel noch andere Ebenen. Sieht nach so einem mittelkomplexen Spiel aus, das auf jeden Fall ganz interessant zu sein scheint.
Ja, bei Asmodee Deutschland ist online gegangen die Time Agency. Time Agency, so eine Online-Ressourcenseite praktisch für Time Stories. Also alles, was man so über die Spiel wissen möchte, können, sollte, erfahren will, wie auch immer, findet man auf dieser Time Agency-Seite. Und für Fans des Spiels ist das sicherlich eine ganz wertvolle Quelle. Ja, dann die Meldung, die zumindest bei uns eingeschlagen hat wie eine Bombe und eigentlich an den Anfang gehört, denn für mich ist es die Meldung der letzten Woche: Twilight Imperium. Die vierte Edition ist angekündigt. Man hat es ja hier und da immer mal so ein bisschen gemutmaßt, kommt da jetzt was, so nach über 10 Jahren. Da ist sie, die vierte Edition, in diesem Jahr noch bei Fantasy Flight. Im nächsten Jahr soll sie auch tatsächlich auf Deutsch kommen. Nochmal der absoluter Nachrichtenhammer: Twilight Imperium auf Deutsch. Daten bisher nur für die US-Version, Vorbestellpreis um die 150 Dollar. Bei Fantasy Flight, man kriegt dazu so ein Hardcover-Regelbuch, das ist ja schon mal nicht schlecht. 17 Rassen schon drin, das heißt die Rassen der Erweiterung weitestgehend im Grundspiel enthalten, viele Optionen der Erweiterung im Grundspiel enthalten. Spiel allerdings nur für 3 bis 6, das heißt, ist die Frage, kommt da noch mehr Erweiterungen oder nicht? Bleibt auf jeden Fall spannend. Was auch spannend bleibt, ist, inwieweit das Spiel gestreamlined ist, geändert worden ist. Es ist ja, ihr habt ja vielleicht unsere Rezensionen gesehen. Wir persönlich, also ich persönlich finde, Twilight Imperium mit beiden Erweiterungen gehört für mich zu den absolut oder zu dem absolut besten Spiel das man so auf den Tisch kriegen kann. Da bin ich natürlich erstmal skeptisch bei der 4. Edition und hoffe, dass da nicht zu viel gestreamlined wird, sondern dass er eher verbessert wird, als verschlimmbessert oder so, wobei ich gar nicht so genau weiß, was man verbessern kann. Aber deutsche Version ist auf jeden Fall hochinteressant und schauen wir einfach mal, was kommt. Ja, was auch angekündigt wurde, ist Dark Souls The Card Game. Auch wieder bei Steamforge kann man zurzeit als Backer des Kickstarters vorbestellen. Wird natürlich auch, denke ich, ganz klassisch in den Handel kommen. Also als Backer des Board Games kann man es vorbestellen. Es ist ein kooperatives Deck Evolution Game. Also man baut sein Deck auf. Das ist jetzt erstmal ja auch noch nicht so wahnsinnig neu. Man verfolgt seinen Weg, wie man das eben tut bei Dark Souls, kämpft gegen Gegner, kämpft gegen Bosse und hat eben dieses Deck immer zur Verfügung. Dieses Deck ist aber wohl gleichzeitig sowohl Skill, sowohl Angriffe, sowohl Bosskämpfe als auch Hitpoints. Also praktisch man stirbt irgendwie auch, wenn das Deck am Ende ist. Kann dieses Deck immer wieder auffüllen oder neu mischen, wie auch immer, wenn man am Lagerfeuer rastet. Also von daher viele bekannte Mechanismen wieder drin. Des Spieles, wie das Ganze jetzt im Kartenspiel umgesetzt wird, da sind wir gespannt. Ja, nochmal Asmodee. Und zwar Lokalisierung sind das Stichwort. Auch noch in diesem Jahr soll kommen Massive Darkness. Massive Darkness auf Deutsch. Haben wir vor einiger Zeit, oder vor, ja, so vor knapp 10 Tagen, haben wir das Ganze live gemacht. Müsst ihr mal gucken hier im Kanal. Ist wirklich sehr schöner kooperativer Dungeon Crawler mit echt schicken Minis. Und ja, der kommt in Quartal 4 auf Deutsch raus. Ja, und ebenfalls auf Deutsch kommt ein Titel, der auch bei Fantasy Flight USA natürlich angekündigt wurde, nämlich Fallout. Und nun scheint es so, dass es tatsächlich, ich weiß nicht, ob es zwei Fallouts gibt. Wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal ein Fallout hier angekündigt, das so für mich zumindest eher so Richtung Tabletop ging. Aber, also wie gesagt, wird wohl beides kommen, wenn ich da jetzt nicht völlig falsch informiert bin. Dieses hier, jetzt, worum es jetzt geht, ist eben das Fallout von Fantasy Flight, was auch Asmodee auf Deutsch bringen wird. Und wir sind hier unterwegs, eben im Ödland und treffen rollenspielmäßig unsere Entscheidungen, wie sollen wir vorgehen, sind wir eher die Guten, sind wir eher die Bösen, gehen wir auf Skills, gehen wir auf Nuka-Cola, Kronkorken oder. Auf jeden Fall bin ich da sehr gespannt als Fan des Konsolenspiels, wie das Ganze auf den Tisch kommt. Ja, dann kommen wir zu Panini. Da erscheint dieser Tage Hellblazer Nummer 1 im Zuge von Rebirth, eben auch wieder eine Hellblazer Nummer 1, John Constantine. Und der hat ja nun eine relativ wechselhafte Geschichte in den letzten Jahren bei DC gemacht, von Vertigo, wo er wirklich lange, 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 lange weit im dreistelligen Bereich gelaufen ist. Und dann der Sprung eben mit den New 52 zu DC, die Serie eingestellt, dann wieder eine kurze oder John Constantine Hellblazer oder John Constantine the Hellblazer hieß sie, glaube ich, die auch nur ein paar Hefte hielt, in Deutschland auch in zwei Trade Paperbacks erschienen ist. Jetzt also wieder im Zuge des Rebirths eine neue Version. Ja, und ich wünsche ihm einfach, also dem guten Herrn Konstantin, gute Autoren und langen Atem. Freue mich drauf. Bei Schreiber und Leser ist erschienen Band 2 von Maggie Garrison. Band 1 haben wir vor einiger Zeit hier rezensiert, war ein sehr schönes Comic mit so Kriminalanleihen, aber auch sehr viel Drama-Faktor. Und es spielte in England, es spielte in London, Brighton und so auch Band 2.
wer Band 1 verfolgt hat, weiß ungefähr den Ausgangspunkt von Band 2. Nämlich, ja, Maggie ist zu Geld gekommen und die Frage ist, wie geht es jetzt einfach weiter? Mehr will ich einfach nicht sagen oder mehr will ich nicht verraten, denn alles andere würde zu sehr, glaube ich, auf Band 1 hindeuten. Von daher sollten sich Interessenten das Ganze nochmal schleunigst angucken. Ja, Devolution von Rick Remender ist ein Titel, der bei Splitter erscheint. Rick Remender, vielleicht Black Science, vielleicht sagt das einige was, haben wir auch rezensiert hier schon, wird auch demnächst noch wieder was kommen. Bei Devolution geht es nun darum, dass die, was das oder das findige Wissenschaftler herausgefunden haben wollen, oder zumindest annehmen herausgefunden zu haben, woher denn so ja, Gewalttendenzen, woher das dieses zugrunde Richten der Menschheit kommt und schließen das Ganze immer im, also schließen. Führen das Ganze zurück auf religiösen Fanatismus. So, was tut man, um das Ganze zu unterbinden, wenn man die technischen Möglichkeiten hat? Wann man schaltet das Hirnareal ab, das dafür zuständig ist? Und das hat wohl irgendwie nicht ganz so geklappt in der Evolution, deswegen Devolution. Und die Menschheit dreht sich rapide Richtung Steinzeitniveau zurück. Und was dabei rauskommt, können wir bei Devolution nachlesen. Ja, und das war's. Wir sind durch mit dem Journal für diese Woche. Ich hoffe, dass wir das nächste Journal wieder ganz klassisch am Freitag stattfinden lassen können und hoffen wir, dass es wieder genauso eine volle Woche wird, zumindest was Neuigkeiten angeht, wie die letzte, war echt Wahnsinn. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen super Start in die Woche, ein schönes Wochenende spare ich mir mal an dieser Stelle. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen da oder ein Abo. In diesem Sinne, macht's gut und tschüss.